Aha, man muss schon richtig lesen. Willkommen zur nächsten Folge von The Fall of Gondolin. Ich habe mir gerade nochmal die Notes durchgelesen und der Typ vom Haus der goldenen Blume braucht mich am großen Markt und nicht hier. Kein Wunder, warum ich nicht zu finden ist. Deshalb düse ich mal ganz kurz zum großen Markt. Der liegt dann hier in dieser Richtung irgendwo, hinter dem Palast unten im Süden, wo wir schon mal waren. Und da begebe ich mich mal nach hier vorne und dann müsste hier auch wieder so eine Diagonale kommen, die irgendwie nach unten gezogen ist. Da flitze ich jetzt gerade mal entlang und schau mal, was es dort zu finden gibt. So, natürlich. Ach so, genau. Ich habe, wie gesagt, auf Dingensen auch gerade nochmal geguckt, auf Peaceful. Ob da irgendwas ist in der Gegend? Nein, war leider nichts. Sonst wäre ich mich jetzt wieder dumm dämlich gesucht. Ich habe einfach nochmal die Note gelesen, schon wusste ich's. So, am großen Markt also. Das heißt, irgendwo müssten wir jetzt mal hier durchkommen oder auch nicht. Kommen wir hier durch? Ja, wir kommen hier durch. Am großen Markt. Also, oh. Da war gerade irgendwo Pfeil geschossen. Der kam von... Da, ach, da ist ja einer. Nee, mit dem beschäftigen wir uns gerade mal nicht. Was wir müssen, ist hier rein. Oh, hier war noch irgendwas. Nee, gut. So, read note number 14. So rum. Guck Fortshop und dann gucke ich gerade mal. Number 14, wo habe ich sie? Notes. Muss wieder öffnen ganz kurz. Nummer 14 und die ist in diesem Fall hier. Also Galdo hat sich schließlich geschickt. Eine Bande Orks hat die Mauer infiltriert und diese halten sich jetzt an verschiedenen Orten in der Stadt auf. Wir wurden soeben von Westtor nach Unterstützung angefragt, also musst du das machen. Die Orks haben drei Orte übernommen. Erstens den Lessermarkt, zweitens Gaenen und drittens den Palast Courtyard. Gehe dorthin und eliminiere sie, bevor wir auch noch vom Inneren unserer Mauern attackiert werden. Jetzt kann ich schon mehr lesen. Warte, was? Malignant hat uns betrogen? Das sind definitiv schlechte Nachrichten. Geh direkt zu Togan in den Thronsaal, nachdem du diese Orks eine geklatscht hast. Er wird höchstens daran interessiert sein, das zu hören. Ich werde das auch an Tuor weiterleiten. Okay. Also im Klartext, ich soll jetzt erstmal diese drei Orte aufsuchen, dort den Orks eine klatschen und dann direkt zu Turgon in den Thronsaal gehen. Das mit dem eine geklatscht habe ich ironischerweise so ein bisschen umgebastelt, das hieß natürlich ein bisschen anders in der Originalübersetzung. Oder wenn man es direkt übersetzt hätte, okay. Dann würde ich gerade mal sagen, ich schaue mich ganz kurz um. Das erste, wo wir hin mussten, war, ich gucke mal gerade den Lessermarkt, da habe ich auch wieder die Map aufgerufen. Der Lessermarkt, den gibt es, wo gibt es den eigentlich? Lessermarkt, wo haben wir den denn? Den haben wir da unten, wo wir am Anfang schon mal waren, wo wir zuerst nach Malignant gesucht hatten. Und die Strecke kenne ich noch allzu gut und deshalb blitze ich da gerade mal hin. Ich hau nochmal ganz kurz hier so ein Brüchchen rein. Okay, und dann geht's auch schon gleich los. Gut, wir müssen dann... Sollte ich eigentlich sprinten oder? Ja, ich sprinte einfach mal. Brauche ich halt ein bisschen an Food, aber was soll's. Macht auch nichts. Was haben wir hier nochmal? Ach so, genau, Stone Masons, okay. Komme ich überhaupt direkt durch oder geht das gar nicht? Da kommen schon wieder die Zombies von hinten, die Orks von hinten, sorry, das sind Orks ausnahmsweise mal. Ich habe die am Anfang von meinen Let's Plays immer Orks genannt, aus irgendwelchen Gründen, aber es sind eigentlich Zombies. Ich komme hier gar nicht durch, verdammt. Das ist mit Absicht so gemacht, ich darf hier auch nichts abbauen, ich muss gucken, ob ich irgendwo hier durchkomme. Vielleicht durch dieses Gebäude hier durch und dann hier vorne nochmal, da kann ich vielleicht irgendwie durch die Mauern mich durchtricksen, geht das? Oder geht das nicht? Komme ich da? Schaffe ich das? Passt das? Nee, passt nicht. Ich komme hier nicht so einfach durch. Das ist fies. Muss ich mir nach einem anderen Weg umschauen und wo gehe ich denn mal am besten lang? Komm, wie gehe ich hier hinten rum lang? Achso, ist eine Fakt. Ich sage gerade eine blaue Flamme. Wahrscheinlich sollte die Blutspur mir hier doch den Weg zeigen. Dann einmal hier rechts rum. Und hier vorne sind schon wieder Zombie. Oh, massig Zombie-Spinnen. Nein, Ork-Spinnen. So rum Ork-Spinnen, keine Zombie-Spinnen. Wow, 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 wow. Spinnen, zufällig noch irgendwo eine? Nee, ich hoffe es mal nicht. Dann geht's hier entlang und hier vorne wiederum auch rechts abbiegen. Und da bin ich schon auf direktem Weg zum Lessermarkt. Die Orks ignoriere ich gerade mal. Wow, wow, wow. Bam, kam gerade eine Explosion von hinten. Und hier geht's auch nicht weiter. Nee, ich muss hier vorne entlang Richtung Lessermarkt. Okay, da bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Das Blut soll mir wohl doch den Weg zeigen, das ist gut. Muss ich einfach nur folgen, folgen, folgen. Und da muss ich hier rechts abbiegen und dann wiederum links abbiegen und einmal über den Stein drüber. Dann jetzt hier erstmal, könnte ich wetten, oben der Turm. Na. Yay, da oben der Turm. Oh, jetzt hat es irgendwie gehangen. Ruckelt ein klein wenig. Bam, bam.
House of the Mole. Okay, da muss ich auch nicht hin. Und hier vorne wiederum durch. Da würde ich sagen, explodiert gleich der nächste Turm. Das war der da oben oder was auch immer. Könnte ich jetzt wetten. Bam, bam. Wir sind mitten im Krieg. Okay, das hier ist also jetzt der Lesser Market. Und da muss ich wohl Folgendes tun. Die Pickaxe war wohl doch dafür da, damit wir hier die Spawner zerstören können. Also, okay, das stand auch in den Regeln drin. Pickaxes sind dafür da. Dann einmal ganz kurz Fackel draufsetzen und erstmal die Spawner alle versuchen zu entschärfen. Die haben alles kopiert, haben doch den Inhalt der Kisten kopiert. Ja, haben sie. Ist Brot drin. Ja, wunderbar. Da jede Menge Orks. Oh, Brot muss ich erstmal essen. Lalala, ihr könnt mir gar nichts drin. Ich bin hier gemütlich und chill hier rum. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Und schon Level 11. Ich bin ja schon höher als im Let's Play fast. Sehr unglaublich. So, dann baue ich jetzt mal gerade diesen Spawner hier ab. Und zack, entfernen. Haben wir noch mehr Spawner hier zufällig? Ich weiß es nicht. Der hier hinten ist noch entfernt werden, der Zombie. Aber ich glaube, das war jetzt so der einzige, oder? Oder haben wir noch mehr Spawner hier rumstehen? Irgendwo noch mehr Spawner? Nee, sieht nicht so aus. Okay, den Lesser Market haben wir also fertig. Jetzt geht's erstmal in Richtung von, na, wie heißt's? Garanen ist da vorne und da muss ich einfach nur der Blutspur folgen. Wunderbar. Okay, in diesem Fall geht's noch hier vorne weiter. Ungefähr, wo es ist, weiß ich jetzt auch. Muss ich zufällig hier entlang? Zufällig oder da? Nee, eigentlich geradeaus hier noch. Okay. Eigentlich wäre Garanen hier vorne jetzt rechts. Oh, nein. Eieiei. Hier geht es aber auch nicht weiter. Was soll das jetzt? Ich dachte, diese Spur führt mich hier durch. Tut sie aber nicht ganz. Ich komme hier nicht durch. Aus welchen Gründen auch immer. Obwohl, das ist hier noch alles markiert. Vielleicht hier durch. Ja, da ist der nächste, die nächste Blutspur. Sehr schön. Es war doch richtig hier vorne. Und dann... Oh, hier geht's weiter. Jo. Hier geht's weiter in diesem Falle. Okay. Und dann da entlang. Ah, okay. Und dann hier vorne, das ist Garanen. Einmal die Skelette hier, sorry, die Orks hier wegschnetzeln. Den hier drüben auch noch. Und zack, zack. Und, oh, ich muss wahrscheinlich hier vorne entlang, weil es da so reingeht. Hier entlang. Bin ich überhaupt richtig jetzt? Oh ja. Hier bin ich richtig. Genau, da ist der Spawner. Die Quelle dieser Orks. Na, klasse. Jetzt kommt von hinten wieder so ein Exploding. So, der ist auch wieder weg. Dann hätten wir Garanen auch schon fertig, so wie es aussieht. Das war hier vorne die Stelle mit dem Garanen. Und das nächste wäre jetzt in diesem Falle, was war's? Palast Courtyard, der ist... wo ist denn der eigentlich? Palast Courtyard, müsste ich gleich mal nachschauen, wenn ich jetzt nicht hier von Orks... Achtung, so rum mache ich es gerade mal, damit jetzt hier das Spiel kurz pausiert. Palast Courtyard, wo haben wir den denn zufällig? Ich suche gerade auf der Map. Da oben sind nur die Houses. Palast Courtyard, der ist... Puh. Garanen haben wir, Maglins House, Lizard Market, Dwarves House... Palast Courtyard. Ich glaube, damit ist einfach der große Palast gemeint. Kann das sein? Jo, das kann sein. In diesem Falle werde ich mal ganz kurz hier der Spur folgen. Die mich jetzt weiterführen wird, wohl möglich. Nämlich hier vorne raus und... Oh, genau. Einmal hier durch. Autsch, einmal hier durch. Und einmal folgen. Sieht so aus, wird es in diese Richtung gehen. Jo. Diese Richtung und dann in den Palast hinein. Na, geht's in den Palast nicht? Oh ja, geh direkt in den Palast hinein. Der Palast ist auch schon zerstört worden innen drin. Hier brennt noch alles. Autsch, gerade mal übers Feuer gesprungen. Und dann in diese Richtung und dann nach hier vorne, so wie es aussieht.
Oh ja, und dann hier einmal außen rum. Dann haben wir das Skelett. Ist doch schon wieder Skelett. Ist ein Ork. Ist das ein Ork? Und dann so entlang. Und hier vorne. Oh, hier wimmelt es nur so von Orks. Ich will mal ganz kurz ein paar Fackeln, bevor ich irgendwas mache. Guck mal, wo die Spawner sind. Oh, hier vorne ist schon ein Spawner wiederum. Einmal da. Und jetzt haben wir noch irgendwo welche. Also wir hatten bis jetzt immer nur einen einzelnen Spawner hier. Ich glaube, das war es auch schon von den einzelnen Spawnern gewesen. So, und das Skelett hier noch. Diesen Ork hier noch. Tut mir leid. Ich sag schon wieder. Nö. Oh, Ruckel. Nee, nix Ruckel. Boah, ich glaube, das war hier vorne dieser Spawner. Das ist jetzt der Spawner vom Palast Courtyard. Na los, komm, ein bisschen springen mache ich ab und sofort immer, damit es ein bisschen Crit-Schaden gibt. Und Spawner entfernen. Okay. Danach soll ich direkt zum Turgon gehen. Ich frage es jetzt, warum hier vorne die Spur entlang weiter ist. Ich glaube, das ist so ein Grundgang, egal welche Richtung man geht. Diese Spur führt jetzt wiederum wohin? Diese Spur führt jetzt in diese Richtung. Okay. Wieder die Diagonale hier entlang. Theoretisch sollte ich eigentlich jetzt zum King gehen. Ich habe sie eigentlich schon hinter mir. Aber wofür diese Spur hin? Sind wir schon blank? Ne, sind wir nicht. Diese Spur führt... Quatsch, das ist gar nicht jetzt die Aufgabe. Ne, 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 das ist irritierend. Ich habe alle drei Plätze jetzt gesäubert. Es kann sein, dass das für die nächste Richtung ist. Also für den nächsten Teil des Quests. Deshalb gehe ich da jetzt gerade mal auch nicht lang. Ich sprinte eindeutig zu viel. Deshalb hau ich hier viel zu viel Food. Ich hau mir so ein Steak rein. Und dann, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich mal ganz kurz zum King und lass mir mal Bescheid sagen. Hops, 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 hops für die Geschwindigkeit. Oder ich sag dir mal Bescheid, was da so abgeht alles, ne? Die Frage ist jetzt, wo ich genau hin muss. Ach genau, hier ist noch so ein Spawner. Okay. Der muss natürlich auch noch entfernt werden. Plopp. Und dann geht's hier durch. Okay, wir sind also jetzt hier im Schloss des Kings. Mal gucken, ob wir auch schon Orks eingedrungen sind. Nein, ich hoffe mal nicht. Checkpoint Nummer 5. Da schlafe ich noch gerade mal drin. Schlaf, schlaf, schlaf. Und dann, okay, gesichert. Read Note Number so und so. Und ein Diamantenhelm. Okay, okay. Da tue ich mal den Chain Helmet rein. Ziehe den Diamantenhelm an. Und setze ihn auch gleich schon mal auf. Und dann tue ich mir hier den Schrott wieder raus. So, das raus. Ich glaube, das Paper kann ich raus und brauche ich nicht mehr. Nochmal den Chain Helmet kann ich raus tun. Und die Schienen, die brauche ich lange auch nicht. Ich glaube, die waren umsonst dabei. Rotten Flaschen, das brauche ich zwar auch nicht, aber ich lasse es mir jetzt mal. Sapling habe ich aus den eingesammelt. Okay. Read Note Number 15. Und die Note, die habe ich hier. Das war die letzte, die ich übersetzt hatte. Die anderen sind noch nicht übersetzt worden von mir. Ah ja, dass Vaikl uns betrogen hat, habe ich vor ein paar Momenten mitbekommen. Es kam dazu, dass Thor ihn bekämpft hat und auf die Klippen unter der Mauer getrieben hat. Letzten Endes kam doch noch etwas Gutes in dieser dunklen Stunde. Thor ist in seinem Zuhause nahe den Fontänen des Südens und hat nach dir persönlich gefragt. Er sagt, es ist dringend. Okay. In diesem Falle werde ich wohl herunterflitzen müssen, aber mit einem Blick auf die Uhr... würde ich sagen, ich bleib hier und beende diese Folge trotzdem nochmal, weil ich jetzt wieder rausspringen müsste und dort unten das nächste Dokument vorlesen müsste, was ich hier noch nicht übersetzt habe. Das werde ich noch machen müssen. Wir sehen uns also in der nächsten Folge und auf Wiedersehen.